Herr Professor Oberlinder, können Sie mir noch mal das Notfallkonzept hier im Medical Center kurz darlegen? Ja, also was wir hier neu haben, ist, dass wir die zwei Rettungswachen, wir hatten eine im Norden von Ludwigshafen, eine im Süden, jetzt hier vereinen in ein Gebäude. Und die sind auch jetzt hier am Medical Center direkt dran. Der Vorteil ist, dass der Notarzt, den wir dann auch bei Einsätzen auch mitnehmen, auch hier direkt im Medical Center dabei ist. Und beide Rettungswegen können dann inklusive Notarzt direkt zu dem Unfallten, wenn es denn so sein muss, direkt fahren. Wir wollen es nicht hoffen, aber trotzdem im Katastrophenfall oder im Unglücksfall hier bei der BASF, bringt es irgendwelche Vorteile? Ist man vielleicht auch schneller vor Ort? Wir haben uns natürlich angeschaut, ob wir von dem Punkt hier überall ins Werk gut kommen. Das ist der Fall. Was wir ja auch machen, ist eine regelmäßige Übung. Wir machen Großschadensübungen, wir machen Lenkungsausschussübungen, immer auch gut vorbereitet zu sein. Und das sind wir für den Ernstfall, den wir nicht hoffen, dass er kommt. Zwei Drittel des Gebäudes gehören ja zur Arbeitsmedizin der BASF. Können Sie uns seine Beispiele nennen, welche Besonderheiten die Räume haben? Also diese zwei Drittel, die nur für die Anilina oder BASF-Mitarbeitenden sind, die sind so, dass man dort arbeitsmedizinische Vorsorge macht. Beispielsweise, wenn jemand Schicht arbeitet, mit der Frage, ist das für ihn gut, kann er das weiterarbeiten oder Atemschutz trägt. Das sind dann klassische Dinge, die in unserem Bereich stattfinden. Auch betriebliches Gesundheitsmanagement, das passiert bei uns, ist aber auch nur für die Mitarbeitenden der Firma gedacht. Und der andere Gebäudeteil, in dem wir die externen Partner haben, der ist öffentlich. Und in diesen Part können alle gehen, auch die BASF-Mitarbeitenden, aber auch Bürger der Stadt Ludwigshafen. Sie sind auch die medizinische Leitung. Wie wichtig ist denn das Gebäude an sich? Also für uns ist es ein Meilenstein, einmal dahin gehen, weil aus dem alten Gebäude mussten wir nach 80 Jahren dann natürlich irgendwann mal auch rausgehen. Aber dieses neue Gebäude hat eben die Chance, diesen neuen innovativen Ansatz auch erst zu ermöglichen, dass wir hier eben eine Firmenthematik, betriebliches Gesundheitsmanagement in einem Gebäude paaren mit externen Dienstleistern und Fachärzten. Welche Herausforderungen gibt es denn noch? Also welche Sachen können Sie vielleicht auch nicht abdecken? Also was auch nochmal jetzt aus unserer Sicht der Firma wichtig ist, wir haben ja keine Kassenarztzulassung. Das heißt, wir können nicht Medikamente verschreiben oder Leute zu anderen Fachärzten überweisen. Dazu braucht man eine Kassenzulassung. Das ist auch als Firma nicht sinnvoll, dass man das hat, aber für uns war es trotzdem wichtig, Fachärzte hier zu haben, die sich dann ihre Überweisungen bei Hausärzten holen und dann hier eben diese Facharztleistungen in Anspruch nehmen. Herr Professor Oberlinder, vielen Dank fürs Gespräch.